Der Haussperling ist unter den knapp 400 Vogelarten Europas mit Sicherheit der häufigste Vogel, der in unmittelbarer Nähe des Menschen lebt. Viel Negatives wird über ihn gesagt. Als schmutzig und lärmend ist er verrufen, wie schädliches Ungeziefer wird er seit Generationen verfolgt. In der wissenschaftlichen Literatur ist der Haussperling äußerst selten erwähnt. Er ist zu gewöhnlich, zu allgegenwärtig, um sich über ihn Gedanken zu machen. Dieser gewöhnliche, unscheinbare Begleiter des Menschen hat es uns angetan. Er soll vor unserer Kamera die Hauptrolle spielen. In diesem Film wollen wir den Spatzen nicht zum Filmstar aufbauen, wir wollen nur sein Alltagsleben objektiv beobachten und zeigen, wie raffiniert es dieser liebenswerte Vogel versteht, in engster Nachbarschaft mit seinem Todfeind, dem Menschen, zusammenzuleben. Hausspatz sei ein unerträglicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. Trotzdem schreie, lärme und singe er, als ob er mit der Stimme einer Nachtigall begabt wäre. So liest man es bei Tiervater Brehm. Zugegeben, sehr melodisch klingt das Schilpen auch in unseren Ohren nicht, doch für uns ist der Gesang auch nicht bestimmt. Er gilt jetzt im Frühjahr den Spatzendamen. Aufgeregtes Hopsen und lautes Singen, so buhlt ein Spatz um die Gunst der Weibchen. So frech und zutraulich, wie Spatzen auf den ersten Blick wirken, so listig und vorsichtig werden sie, wenn sie merken, dass der Mensch sich um sie kümmert. Und dass wir etwas von ihnen wollten, bekamen die Spatzen zu unserem Leidwesen sofort mit. Doch mit dem Auto können wir sie überlisten. An Fahrzeuge sind sie gewöhnt, als schnell wechselnde Gegenstände in ihrer Umwelt. Der Filmansitz auf dem Dach wird als Ladung eines harmlosen Autos angesehen, und so kommen wir zu Aufnahmen von ungestörten Verhaltensweisen. Bereits zeitig im Frühjahr beginnen die Spatzenmännchen altbekannte und neue Winkel, Nischen und Unterschlupfe gewissenhaft zu inspizieren. Sie sind auf der Suche nach einem Nistplatz. Die Hohlräume unter den Ziegeldächern sind die bevorzugten Wohnlagen. Die trockenen Grashalme, die unser Spatz gewissenhaft prüft, werden das Nestbaumaterial sein. Biegsame, dünne und vor allen Dingen trockene Halme sind geeignet. Unser Spatz hat sich für die Wohnung unter den Ziegeln mit der Dachrinne als Balkon entschieden. Viele Schnäbel, voll mit trockenen Halmen, werden vom Spatz zusammengetragen, bis schließlich nach einer Woche das Nest im Rohbau fertig ist. Jetzt erst beginnt die wichtigste Phase für den Junggesellen. Er muss eine Frau von den Qualitäten der neuen Wohnung überzeugen. Was unser Spatz jetzt von seinem Dache pfeift, könnte man in unsere Sprache so übersetzen. Junggeselle mit Eigenheim sucht Frau zwecks sofortiger Heirat. Gleichzeitig gibt er den Spatzenmännchen der benachbarten Reviere mit seinem Schilpen zu verstehen, dass er diesen Nistplatz jetzt als sein Eigentum betrachtet und jeden Nebenbuhler, falls er zu nahe kommt, mit aller Entschlossenheit bekämpfen wird. Damit seine Absichten noch besser zur Geltung kommen, hopst er hin und her. Mit viel Einsatz macht er für sich und seine neue Wohnung Reklame. Hat sein Werben nicht schnell genug den erwünschten Erfolg, so holt er Nistmaterial. Damit platziert er sich über seiner Wohnung. Mit vollem Schnabel laut singend winkt er mit dem Hausrat und zeigt so den Weibchen, welch gute Partie er ist. Und siehe da, das hilft.
Die schlicht gefärbte Spatzendame ist nicht nur interessiert an der schönen Wohnung. Schon nach einmal hineingucken scheint sie begeistert zu sein. Sie piepst zart und zittert mit den Flügeln, das ist ihre Art, Ja zu sagen. Bei allen Tieren, die wir bisher vor der Kamera hatten, haben wir strikt darauf geachtet, ihre Verhaltensweisen nicht zu vermenschlichen. Doch hier, bei unserem Spatz, fällt es uns schwer. Die Flötenstimme bei Damenbesuch, die eitle Pflege der Äußerlichkeiten, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Das Spatzenweibchen hat sich lange die Wohnung angesehen, allerdings nur durch die Tür. Ganz drin in dem neuen Heim war es bisher noch nicht. Nun muss der Spatz das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Mit Nistmaterial und mit demonstrativem Nestbauverhalten versucht er, das Weibchen unter die Ziegel zu locken. Nach langem Zögern schlüpft sie ein und gleich wieder raus. Wenn ihr Aufenthalt in dem Nest auch nur ganz kurz war, so hat diese Geste doch ausgereicht. Sie hat sich endgültig entschlossen. Der Hochzeit steht nichts mehr im Wege. Mit dieser typischen Haltung, mit den leicht gespreizten Flügeln, signalisiert das Weibchen Paarungsbereitschaft. Er betrachtet die Lage aus Distanz, zögernd, doch nicht uninteressiert. Nun zittert das Weibchen mit den Flügeln. Mit seinem Rücken bildet es eine regelrechte Landebahn und mit sanftem Flöten fordert es ihn unmissverständlich zur Paarung auf. Die Häufigkeit der Paarungen hat die Spatzen schon im Altertum in den Ruf großer Unkeuschheit gebracht. Ja, man war sogar der Ansicht, dass die Männchen wegen ihrer allzu regen Geschlechtsbetätigung nur ein Jahr leben könnten. Tatsächlich ist jedoch bei den Singvögeln eine gelungene Begattung mehr oder weniger Glückssache. Genauso wie das Weibchen hat auch das Männchen nur eine kombinierte Geschlechts- und Darmöffnung, die Kloake. Nun kommt es darauf an, die beiden Öffnungen für kurze Zeit aufeinander zu pressen, was trotz artistischer Akrobatik nur selten exakt gelingt. Wären die Singvögel mit einem Geschlechtsteil, ähnlich dem der Säugetiermännchen, ausgestattet, könnte die Befruchtung des Weibchens viel gezielter und sicherer erfolgen. Es ist also biologisch nötig und somit verständlich, dass das Spatzenmännchen so viele Male Anlauf nehmen muss, um eine zu Nachkommenschaft führende Befruchtung zu erreichen. Nach der Paarung beginnen unsere Spatzen mit der gemeinsamen Arbeit. Das im Rohbau fertige Nest soll jetzt mit Federn ausgekleidet werden. Während dieser Zeit sind beide Partner von Sammelleidenschaft besessen.
Der Spatzenmann prüft sorgsam dünne, trockene Halme, doch für eine schöne Hühnerfeder lässt er alles fahren. Federn sind selten und ein begehrter Baustoff. Man sieht es an der Spatzenkonkurrenz. Wenn das Nest nach einigen Tagen wohnlich ausgepolstert ist, zieht sich das Weibchen zum Eierlegen und Brüten zurück. Das Männchen können wir dann ausgiebig beobachten, wie es bei dem Nest laut singend Wache hält. Im Gegensatz zu vielen anderen Singvögeln verteidigen Spatzen nur einen engen Bereich rund um das Nest. In den nächsten 14 Tagen wird sich hier nicht viel Neues beobachten lassen. Nur ab und zu wird das Männchen seine Frau beim Brüten ablösen. In diesen 2 Wochen wollen wir uns mit der Kamera umsehen, wie andere Spatzen ihr Wohnungsproblem gelöst haben. Haussperlinge sind bei der Wahl des Nistplatzes recht vielseitig und erfindungsreich. Mit einer gewaltigen Menge Stroh hat sich dieses Spatzenpaar hinter dem Fensterladen eingenistet. Auf der anderen Seite wohnen die Nachbarn. Wenn möglich, nisten Spatzen nahe beieinander und bilden häufig regelrechte Brutkolonien. Das Chaos, das ihnen droht, wenn jemand die Fensterläden schließt, das ist den Spatzen sicher nicht bewusst. Das mit viel Fleiß unter das Dach geklebte Nest der Mehlschwalbe wurde von Haussperlingen beschlagnahmt. Für die dicken Spatzen ist aber normalerweise das Schlupfloch zu eng. Deshalb vergrößert das Spatzenweibchen den Eingang, indem es den Mörtel mit dem Schnabel wegbeißt. Störche sind in unserer mitteleuropäischen Kulturlandschaft leider sehr selten geworden. So mussten wir viele 100 Kilometer fahren, um diese Bilder aufzunehmen. Was uns hier interessiert, ist nicht der Storch mit seinen Jungen, sondern sein Untermieter, der Hausspatz. Die Spatzen bauen ihre Nester gern in die riesigen Reisighorste und genießen den Schutz der mehr als 100-mal größeren Störche. Wer sich so dreist zur Untermiete einquartiert, muss auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen. In Niederösterreich, nahe dem Neusiedlersee, haben wir nach langer intensiver Suche endlich das gefunden, was die Herkunft der Sperlinge verrät, nämlich ihre Abstammung von den afrikanischen Webervögeln. Die Strohnester, die manchmal freistehend in Bäumen errichtet werden, sind sehr selten und schwer zu entdecken. Haussperlinge sind Höhlenbrüter, die ihre Nester in Nischen und Löchern bauen. Doch wenn sie keine für das Nisten geeignete Höhlung finden, ist es für sie auch durchaus möglich, ihr Nest frei in einem Busch oder Baum anzulegen. Eine umfangreiche Konstruktion aus Strohhalmen mit langer Eingangsröhre und einem geräumigen Nistkessel. Die Wissenschaftler nehmen an, dass die Haussperlinge vor einigen tausend Jahren ihre Nester immer in dieser Form errichteten. Teilweise sogar Bäume mit vielen Strohnestern zu einer Spatzenkolonie gemacht haben. Erst als die Hausspatzen lernten, dem ackerbauenden Menschen zu folgen und von ihm und dem Getreideanbau zu profitieren, haben sich die Spatzen auf das Brüten in von Menschen errichteten Gebäuden umgestellt. Für die Spatzen bedeuteten die neuen Nistplätze besseren Schutz vor Witterung und Feinden. Im Wiesengelände und in der Feldflur hat der Haussperling einen Doppelgänger, eine nah verwandte Art, die als Brutplatz gern die Baumhöhlen der Spechte bezieht. Es ist der Feldsperling, vom Hausspatz an dem braunen Mützchen und den schwarzen Wangenflecken leicht zu unterscheiden.
auffällig ist beim Feldsperling, dass Männchen und Weibchen sich sehr ähnlich sehen. Also anders als beim Hausspatz kann man hier das Männchen nur am Balzgesang erkennen. Ein ebenso einfaches Schilblied, wie es sein naher Verwandter der Hausspatz vorträgt. Die Feldspatzen besiedeln Randgebiete der Dörfer und lichte Feldgehölze. Sie kommen den Haussperlingen selten ins Gehege, da diese direkt die Ortschaften und selbst Großstädte bewohnen. Feld- und Haussperlinge haben in Europa noch einen direkten Verwandten, den äußerst seltenen Steinsperling. Weitere 7 Sperlingsarten leben in Afrika und Asien. Zurück zu unserem Hausspatz unter dem Ziegeldach. Auch wenn der verstaubte Dachboden wie aus einem Krimi wirkt, so führen wir doch nichts Böses im Schilde. Wir wollen uns nur Einblick in das Spatzennest verschaffen, um zu sehen, wie weit der Nachwuchs gediehen ist. Bei dem Lärm, den ich hinter dem Kinderzimmer mache, verlassen die Altvögel ihr Nest. Das ist beabsichtigt. Denn wenn ich jetzt nicht zu viel verändere, kann ich in die Nestmulde blicken, ohne dass die alten Spatzen meinen Besuch übel nehmen. In dem Strohnest der Spatzen ist die Nestmulde mit vielen Federn weich und warm ausgepolstert. Die 4 Eier wiegen pro Stück 3 Gramm und werden genau 2 Wochen lang bebrütet. Nach unserer Berechnung müssten die Jungen in den nächsten Tagen schlüpfen. Hausspatzen konstruieren immer nach dem gleichen Bauprinzip, egal ob sie frei im Baum oder in einer geschützten Höhlung bauen. Stets ist es eine dicht verflochtene Kugel aus Grashalmen, auch wenn eine Überdachung, wie in diesem Falle, überflüssig ist. Nun, nachdem wir das Nest der Spatzen gefunden haben, erwarten Sie vielleicht, dass wir Ihnen zeigen, wie die Jungvögel aus den Eiern schlüpfen. Doch bei Vögeln ist diese Zeit eine sehr heikle Phase und auch bei einem Vogel, der so häufig ist wie dem Hausspatz, wollen wir kein Risiko eingehen. Erst wenn die Jungvögel groß genug sind und sich an das Scheinwerferlicht gewöhnt haben und auch die Altvögel regelmäßig und intensiv Futter eintragen, werden wir mit den Dreharbeiten beginnen können. Tatsächlich, am Morgen des 14. Bruttages beobachten wir unser Spatzenweibchen, wie es mit großem Eifer ein Rasenstück nach Insekten absucht. Mit der Beute im Schnabel und in der typischen Gangart der Sperlinge mit kurzen Hopssprüngen wird der Spatz in den nächsten 3 Wochen einige Kilometer zurücklegen, immer auf der Suche nach Würmern, Raupen, Fliegen, Ameisen und Insektenlarven, denn unter dem Ziegeldach warten die ewig hungrigen Jungen. Jetzt ist der Schnabel leer. Kein Zweifel, die Jungen sind geschlüpft. Vater Spatz ist ganz aus dem Häuschen. Mit vollem Schnabel singt und balzt er, und ohne ihn zu sehr zu vermenschlichen, können wir sagen, er freut sich über den Nachwuchs. Hinter den Kulissen
laufen bei uns die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit einem fernbedienbaren Pappendeckel halten wir die Spatzeneltern kurzzeitig vom Nest fern, damit sie uns nicht bei den Filmvorbereitungen ertappen. Die Pappe ist für die Spatzen eine Störung von außen, die sie nicht mit uns in Verbindung bringen. So konnten wir innen am Nest in Ruhe Kamera, Scheinwerfer und Ton installieren. Durch eine Glasscheibe haben wir jetzt Einblick in das Nest mit den vier Spatzenjungen, die inzwischen 9 Tage alt sind. Die Spatzenmutter lässt nicht lange auf sich warten. Ihre Jungen werden ungefähr 300 Mal am Tag gefüttert. Das heißt, die Altvögel kommen durchschnittlich alle 3,5 Minuten mit einem Schnabel voll Futter zum Nest. Auch wenn die Jungen noch so gierig betteln und schreien, stopft die Mutter in jeden Schnabel eine Raupe. Das Mitgebrachte wird gerecht verteilt. Alles, was in die Schnäbel der Jungen gestopft wird, erscheint nach einiger Zeit, verdaut, am anderen Ende der Vögel. Doch Spatzen sind keine Dreckspatzen. Die Mutter wartet geduldig, bis eines der Jungen Kot abgibt, ein sauber von einem Häutchen umschlossenes Päckchen, das von den Altvögeln leicht aus dem Nest transportiert werden kann. Das Spatzenmännchen hat offensichtlich nicht viel mitgebracht, denn nach einmal Füttern ist sein Schnabel leer. Jetzt wartet es, bis es das Produkt der regen Verdauung seiner Jungen fassen und aus dem Nest tragen kann. Das Sanitärsystem der Spatzen macht uns zu schaffen. Wenn eines der Jungen sein Häufchen gegen das Sichtfenster drückt, haben wir partielle Mattscheibe. Ein Wechseln der Scheibe wird fällig. Machst du mal das Licht aus? Ich hab irgendwas auf der Scheibe. Früher waren da Dreckspatzen drin. Ein bisschen angelaufen sieht's aus. Müssen wir aber neue einsetzen. Ich hab die neue hier parat. Eng hier. Moment, zau ja, ist die Klappe nicht. Der Spatzenschreck. Mhm. So, klappt es zu. So. Okay, Licht aus. Wir sind immer ganz ruhig. Beim Wechseln der Scheibe im Dunkeln sehen die Jungspatzen genauso wenig wie wir. So können sie nicht erschrecken. Also die nicht gleich wieder voll Dreck machen. Machen wir das Licht an. Und Spatzen. Jo, das sieht gut auf. Die fernbediente Pappe hat verhindert, dass uns die Altvögel am Nest überraschen. Als die Jungen vor 9 Tagen aus dem Ei schlüpften, waren sie nackt und hatten die Augen fest geschlossen. Erst vor 4 Tagen öffneten sich die Augen und der Federflaum begann zu sprießen. Inzwischen haben die Jungen schon mehr Ähnlichkeit mit den erwachsenen Vögeln, doch erst in weiteren 8 Tagen werden sie das Nest verlassen. Ein weiterer Schnabel voll Futter. Die Großaufnahme zeigt uns ganz deutlich eine Insektenlarve. Obwohl sich Haussperlinge überwiegend von pflanzlicher Kost ernähren, füttern sie ihre Jungen fast ausschließlich mit Insekten. Da Spatzen als Ernteschädlinge verrufen sind, sollte man gerechterweise ihren Nutzen dagegen halten. 300 Fütterungen pro Tag mit jeweils 3 Insekten, mal 14 Tage, mal 3 Bruten im Jahr, ergibt mehr als einen Eimer voll Ungeziefer.
Rund 40.000 Schadinsekten werden pro Jahr im Durchschnitt von einem einzigen Spatzenpaar auf umweltfreundliche Art vernichtet. Wie erwartet, hat nach 17 Tagen Nestlingszeit der erste unserer Jungspatzen das Nest verlassen und sitzt im gegenüberliegenden Baum. Im Gegensatz zu anderen Kleinvögeln sind die jungen Spatzen beim Verlassen des Nestes schon sehr selbstständig. Sie können bereits gut fliegen, doch unentwegt rufen sie nach ihren Eltern, die ihnen Futter in die großen Schnäbel stopfen sollen. In den ersten Tagen nach dem Flüggewerden sind die Jungspatzen großen Gefahren ausgesetzt. Ihnen ist das Erkennen vieler Gefahren nicht angeboren. Durch das Beobachten ihrer Eltern, die sich zum Beispiel beim Auftauchen einer Katze mit Alarmrufen in Sicherheit bringen, lernen die Jungen, sich mit den Gefahren ihrer Umwelt zurechtzufinden. Trotz der großen Lernfähigkeit der Jungen sterben dennoch rund 50% in ihrem ersten halben Lebensjahr den Unfalltod oder werden gefressen. Die Spatzeneltern haben jetzt die arbeitsreichsten Tage. Neben dem Füttern müssen sie die verstreut in den Bäumen sitzenden Grünschnäbel auch noch beaufsichtigen und zusammenhalten. Als Wegweiser dient den Altvögeln das ständige Nachfutterrufen ihrer Kinder. Im Spätsommer, wenn die letzte Brut flügge ist, ziehen die Haussperlinge auf die Felder. Ihre Vorliebe für reifendes Getreide hat die Spatzen in Verruf gebracht. Im 18. Jahrhundert zahlte König Friedrich der Große Kopfgeld für die Vernichtung der Spatzen. Das kostete ihn viele tausend harte Taler. Mit dem Verschwinden der Spatzen ging auch unerwartet der Ernteertrag zurück, denn ein Heer von Insekten sorgte dafür, dass dem König erst recht nichts übrig blieb. Daraufhin befahl der König, dem Schießen und Würgen ein Ende zu bereiten. Und selbst in heutiger Zeit wäre es die Überlegung wert, ob die Insektenvernichtungsmittel nicht teurer sind als das Korn, das sich die Spatzen genehmigen. Das milchreife Korn am Halm ist für die Hausspatzen nur während einer kurzen Zeit zu haben. Meist suchen die Vögel an den Straßenrändern Getreidekörner und Krumen, die für die menschliche Ernährung ohnehin verloren sind. Die erwachsenen Spatzen sind nicht reine Vegetarier. Oft sieht man sie geschäftig, auch Blattläuse von den Pflanzen picken. Spatzen lieben nicht nur die einseitige Kost einer Getreidemonokultur, sie vertilgen hauptsächlich die Samen vieler Pflanzen, die der Landwirt als Unkraut bekämpft. Die Parkanlagen unserer Städte bieten den Hausspatzen einen guten Lebensraum mit großem Nahrungsangebot und vielen Nistmöglichkeiten unter den Dächern der Häuser. Bei der Begeisterung, mit der in manchem Stadtpark die Tauben gefüttert werden, fällt für die Spatzen reichlich Nahrung ab. Ihre körperliche Unterlegenheit machen die Spatzen den Tauben gegenüber durch Dreistigkeit und Beweglichkeit wett. Das Spatzenjunge schaut der Mutter ab, wie man fachgerecht den Fruchtstand einer Blume bearbeitet, um an die Samenkörner zu gelangen. Auffällig ist, dass im Spätsommer nach der letzten Brut die Spatzeneltern viel länger mit ihren Jungen durch die Gegend ziehen. Jetzt ist die Brutzeit vorüber, die Eltern haben Zeit und die Jungvögel weichen oft wochenlang nicht von ihrer Seite. Der junge Spatz kann durchaus selber Futter picken. Doch wie das bei verwöhnten Kindern häufig der Fall ist, bettelt er von früh bis spät und hält die Mutter auf Trab. Der Spatz muss von der Semmel weichen, wenn die Mutter des verfressenen Jungen kommt. Spatzenmütter wissen sich durchzusetzen beim Heranschaffen von Futter.
Bei unseren Filmarbeiten sind wir richtig ärgerlich geworden. X-mal musste die Spatzenmutter hin und her laufen, bevor der kleine Fresssack sich bequemte, ein Stück näher zu kommen. Jetzt, wo die Semmel von der Spatzenmutter und dem dicken Kind belagert wird, bleibt dem Spatzenmännchen nur das Zugucken. Not macht erfinderisch, Frechheit ist der einzige Ausweg. Nach der Brutzeit zigeunern die Haussperlinge durch die Ortschaften. Altvögel und Junge aller drei Bruten bilden die Spatzengesellschaft. An Pfützen stillen die Sperlinge ihren Durst. Auffällig ist bei trinkenden Vögeln, dass nach jedem Tropfen Wasser der Kopf gen Himmel gerichtet wird. Die Spatzen können nicht das Wasser aufsaugen, so wie wir. Sie müssen also Schnabel für Schnabel Wasser aufnehmen und durch Kopfheben in den Schlund rinnen lassen. Wir glauben dem kleinen Kerl den Spaß und den Genuss anzusehen. Diese Lieblingsbeschäftigung der Spatzen, das Baden im Wasser, reiht die Wissenschaft ja auch unter Komfortverhalten ein, was andeutet, dass es neben dem Nutzeffekt der Gefiederreinigung auch Wohlbefinden bringt. Neben der Wasserpfütze vergnügen sich einige Spatzen mit etwas anderem. Dieser Spatz führt Badebewegungen auf dem Trockenen aus und wirbelt viel Staub auf. Ähnlich wie in der Pfütze die Wassertropfen, wird beim Sandbad mit Schnabel und Flügeln feiner Staub möglichst tief zwischen den gesträubten Federn verteilt. Ständig wechseln die Spatzen zwischen Sandkasten und Swimmingpool hin und her. Die Kombination von Wasser und Staub scheint besonders angenehm zu sein und vor allem ein wirkungsvolles Mittel, eine echte Schocktherapie gegen Milben, Flöhe und ähnliche unangenehme Untermieter, die zwischen den mehr als 3000 einzelnen Federn eines jeden Spatzen wohnen. Die Mehrzahl der Vogelarten badet im Wasser. Einige bevorzugen Sand und andere, wie unsere Haussperlinge, wissen beides zu genießen. Die beiden Jungspatzen, leicht an ihren Schnabelwülsten zu erkennen, baden einträchtig in einer gemeinsamen Sandkuhle. Die zwei unzertrennlichen, badewütigen Jungen unterbrechen ihr ausgelassenes Treiben nur, wenn die Mutter ihnen Futter bringt. Wer sich im Straßenstaub suhlt, müsste eigentlich noch schmutziger werden. Doch der feine Staub
der beim Sandbaden zwischen die Federn gewirbelt wird, bindet überschüssiges Fett, Hornschuppen und die Überreste der Hülsen, in denen die Federn heranwachsen. Bei Jungvögeln und Altspatzen nach der Mauser ist diese Reinigung von besonderer Bedeutung. Im Prinzip ist es das gleiche Verfahren, das Präparatoren und Kirschner anwenden, wenn sie Vogelbälge oder Pelze mit Kartoffelmehl und Sägespänen reinigen. Bei den Haussperlingen wird der Gemeinsinn großgeschrieben. Die Gruppen, die sich im Herbst zusammenfinden, kann man getrost mit Straßenbanden vergleichen. Futtersuche, Sand- und Wasserbaden, auch Nachbars Katze beschimpfen, alles wird gemeinsam betrieben. In den Spatzentrupps hat man bisher noch kein System der Rangordnung feststellen können, doch scheinen sich die frecheren Weibchen häufig gegen die Männchen durchzusetzen. Bei dem Durcheinander in einer Spatzengesellschaft während Herbst und Winter vergisst man leicht, dass Haussperlinge während des Frühlings zwar ihre Nachbarn oft und gerne treffen, aber trotzdem streng in Einehe leben. Die beiden Partner einer solchen Spatzenehe bleiben sich das ganze Spatzenleben treu. Die Spatzen, die beim Baden manchmal förmlich in Ekstase geraten, sind in diesem durchweichten Zustand sehr gefährdet. Für eine Katze oder den Sperber, ihrem ärgsten Feind aus der Luft, wären die nassen Vögel eine leichte Beute. Gut zum Fliegen taugen die feuchten Schwungfedern bestimmt nicht. Es verwundert dann auch nicht, dass das Baden durch ständiges Umsichschauen unterbrochen wird und die Sperlinge bei der leichtesten Störung sofort die Pfütze verlassen. Platsch. Die dicke Amsel hat sich mitten in den Swimmingpool gesetzt und den Spatzen den Badespaß vermasselt. Die Flatterorgie des schwarzen Amselhahns kommt ihnen nicht so ganz geheuer vor. Unschlüssig schauen die Spatzen zu. Wir haben unsere heimatlichen Spatzen verlassen und fahren durch die herrlichen Platanenalleen Südfrankreichs in Richtung Arles. Die Stadt Arles, malerisch im Rhonetal gelegen, zieht mit ihren gigantischen Bauwerken aus der Römerzeit die Touristen magisch an. Wir sind aber auf der Suche nach etwas anderem, was neben der eindrucksvollen Geschichte dieser Stadt sehr profan wirkt. Auf dem Place du Forum finden wir Spatzendreck. Auffallend dicht liegt er auf den Steinplatten und sicher hat ihn auch schon mancher Kaffeegast in der Tasse gefunden. In den von Mistralwind geschüttelten Platanen sitzt jetzt bei Tag nicht ein einziger Spatz. Doch die eindeutigen Spuren lassen ahnen, welch Spatzenspektakel sich hier zur nächtlicher Stunde abspielt. Das rege Treiben vor den Kneipen wird bei weitem übertroffen von den Haussperlingen, die sich zu Tausenden in den Platanen versammelt haben. Es ist ein reges Geschilpe und Geflatter, bis jeder einen geeigneten Schlafplatz gefunden hat. Vermutlich suchen die Spatzen in der Innenstadt Schutz vor Feinden oder dem kalten Wind, dem Mistral, der kräftig durch das Rhonetal bläst. Allmählich fallen den Spatzen die Augen zu.
Die tief schlafenden Spatzen fallen nicht vom Ast, denn von Natur aus haben Vogelfüße einen Verschlussmechanismus. Die Sehnen, die den ganzen Fuß hinunterlaufen, ziehen automatisch die Zehen zusammen, sobald sich der Vogel hinhockt. Selbst der stärkste Wind schüttelt die schlafenden Spatzen nicht aus dem Baum. Gut ausgerüstet von der Natur und anpassungsfähig an die unterschiedlichsten Bedingungen, hat sich der Spatz an der Seite des Menschen nicht nur behaupten, sondern sogar weltweit verbreiten können. Beim Filmen ihres Alltagslebens haben wir die Spatzen bewundern und lieben gelernt.